Der Physik-Nobelpreis geht heuer unter anderem an dem am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in München tätigen österreichisch-ungarischen Physiker Ferenc Krauss. Das hat die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Dienstag in Stockholm bekannt gegeben. Der Physiker erhält den Nobelpreis für experimentelle Methoden, die Attosekundenlichtimpulse zur Untersuchung der Elektronendynamik in Materie erzeugen. Solche kurzen Lichtblitze waren ihm 2001 mit seinem Team an der Technischen Universität Wien erstmals gelungen. Seither konnte Krauss zahlreiche Echtzeitfilmaufnahmen der Bewegung von Elektronen in Molekülen und Atomen aufnehmen. Krauss teilt sich die Auszeichnung mit dem in den USA tätigen Physiker Pierre Agostini und der in Schweden arbeitenden Physikerin Anne L'Huillier. Übergeben wird der Preis am 10. Dezember.